Nachdem wir das Böse vernichtet haben, geht sie auch weiter mit Wild Arms. Geh, du bist die Unschuldige, die Wächterin des... Was? Ich hab nicht zu Ende gelesen. Egal. So, dann müssen wir jetzt irgendwo hier rauskommen und ich hoffe, meine Maus war jetzt nicht im Bild. Ansonsten seht ihr mal, wie die aussieht. So, hier müssen wir jetzt hin. Bei dieser Frau können wir uns neue Zauber kaufen, aber erst wenn wir ein Wappenbild haben. Und wir haben gerade, glaube ich, keins. Wenn ich mich recht erinnere, nein, wir besitzen keines. So, irgendwo an der Kiste, da bin ich mir sicher, finden wir hier ein Wappenbild. So, komm, lass mich an die Kiste dran. Dann war es da hinten und laufen wir jetzt mal eben hin. Hallo, Herr Koch. Nein, hier ist gar nichts. Nicht mal Staub, den wir essen können. Das ist schade. So. Obstfrau, nein. Hier brauchen wir gar nicht mehr hin. Oh, hier ist der wieder. Tu dein Bestes, meine Prinzessin, und ich... Was? Ich lese heute einfach nicht zu Ende. Naja. Ich denke mal, es ist keine Tragödie jetzt noch. Jetzt ist hier nichts von der Story eigentlich zu finden. Wappenbild. Irgendwo finde ich hier ein Wappenbild. Ich weiß es. Ich hatte hier immer zwei oder drei Zauber. Wappenbild, Wappenbild, Wappenbild. Gibst du mir ein Wappenbild? Nein. Sie gibt mir kein Wappenbild. Ich bin mir sicher, ich bekomme hier ein Wappenbild. Vielleicht bekomme ich einen günstigen Startpreis. Wollen wir mal mit der dealen. Hallo, hallo. Ach genau, wir können auch Zauber lösen, aber ich lasse erstmal Feuer dran. Das ist einfach der beste Standardzauber. Ich hätte jetzt nur gerne noch einen zweiten Zauber, also Angriffszauber dazu. So, hier vielleicht. 20 Geller. Wow. Wenn das so weitergeht, brauchen wir nur noch geschätzte 500.000 Fässer, um 1 Million Geller zu haben. Nein, dann haben wir ein bisschen mehr, aber egal. Das ist jetzt wirklich ganz egal. So, die Frau sagt uns auch nichts. So, dann haben wir hier nichts mehr zu suchen. So, Kollege Schnellschuh. Frau. Die legendären Wächter haben nur mit ihr gesprochen. Die Mühlen des Schicksals haben leise begonnen, sich zu drehen. Der Weg, dem sie in der Vergangenheit folgte, wurde von ihrer Umgebung geprägt. Sie wusste, dass sie sich eines Tages ihren eigenen Weg in die Zukunft bahnen musste. Die Unschuldige, von der die Wächter sprechen. Es mag eine zu große Bürde sein, schon in so jungen Jahren die Zauberin mit der ultimativen Macht zu sein. Glückwunsch! Wir spielen immer noch mit der Frau Cecilia. So, genau, das Kurankloster interessiert uns nicht. Wir gehen über die Brücke und müssen jetzt auch zur Burg Adelheid laufen. Da ist sie auch schon und natürlich müssen zufällige Kämpfe kommen. Und direkt gegen drei so einen komischen Viecher. Das wäre jetzt nicht so günstig gewesen, gegen zu kämpfen. So, Adelheid. Und wir sind die Prinzessin des Königs. Okay. Oh nein, bei Lulitias Luft kam es zu einem Unfall. Wow. Wir müssen selber finden. Wir verlieren die Kontrolle hier. Wow. Nein, ich denke, wir sollten uns lieber erst um die Verletzten kümmern. Okay, cheers, Kollegen. Ein Traumjäger, so weit, so frei wie ein Vogel oder so. Weißt du irgendwas über Lolithia? Nein, das denke ich, weiß sie nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt darüber informieren. Wir müssen zu unserer netten Freundin, dessen Name ich gerade vergessen habe. Nein, nicht die komische Frau. Aber wir können mal hier die Fässer kontrollieren. Ja, hier liegt nämlich so ziemlich immer was drauf. Ja, ein Reflexapfel. Verpiss dich. Na, geh weg. So, nein, hier ist natürlich nichts.
So. Der sagt uns auch nichts Ausschlaggebendes. Die Frau mit den gelb-grünen Haaren, die nun grün sind, sagt uns auch nichts. So, da liegt irgendjemand im Bett. Hm. Wer bist du denn? Dieses Haus steht schon seit 4 Monaten. Vielleicht spukt es dort. Okay. Nein, hier spukt es definitiv nicht. Nur Heilbeeren sind hier nett zu finden. So, ein Tagebuch kannst du nicht... Na. Schade, schade. So, das ist ein Magierladen. Genau. Denke ich, hoffe ich. Hier können wir uns neue Waffen besorgen. Ja. Jetzt muss ich nur gucken, wo die Frau ist, die ich suche. Ja, genau, hier ist sie. Emma. Steht etwas Interessantes vor? Wie aufregend. Hör dir das an. Ich frage mich, was da los ist. Alarm! Es kam ein Notierter zu einem Unfall. Wow. Oh nein, was ist passiert? Wir haben eine vom Erdbeben beschädigte Wand durchbrochen. So konnten die Monster fliehen. Oh mein Gott, einige Arbeiter wurden von einem Monster verletzt. Trommel alle Leute mit Kampferfahrung zusammen. Niemals! Niemand hat bisher gegen Monster gekämpft. Sie sind in der Überzahl. Wir kämpfen gegen sie. Wir verlieren. Nun gut, macht euch dann auch an die Reparaturarbeiten. Verstanden? Ich lasse mir wegen den Monster schon was einfallen. Okay! Wir haben ein kleines Problem bei den Ruinen im Norden. Kannst du kämpfen, ein paar Monster getötet werden? Ich zahle 500 Geller. Du kannst auch Luditas Gruft untersuchen. Machst du es nun? Na klar. Gut, zuhören. Du bekommst dein Geld... Nach der Ausgrabung, vertrau mir. Ich werde auf dich warten und unterschätze nicht die Lolitia-Ausbruch, denn ich habe den Text nicht gelesen. Hm, unser erstes Abenteuer steht bevor, aber alleine können wir das sicherlich nicht überstehen. Deswegen spreche jetzt mal meine Homies an. Das Erdbeben hat in der Gruft furchtbares Chaos. Die Arbeiter wecken versehentlich einige Monster in ihrem Versteck auf. Ich muss hin zu Lolitias. Jetzt wäre mir. Meine Güte, jetzt geht's ja nicht. Der Traumjäger will wissen, ob er sich anschließen kann. Darf er? Ja! So, die kann ich definitiv diese ganze Woche nicht lesen. Nur mit normaler Stimme. Auf jeden Fall hat sie jetzt gesagt. Oh. Du suchst also nach Partnern für dein Abenteuer. Zu welchen Ruinen gehst du? Falls du zu Lolitias nördlich von Adelheid gehst, kann ich dir helfen. Du gehst doch, oder? Ich bin an diesen Ruinen auch interessiert. Wollen wir zusammen hingehen? Alter, als ob ich mit so einem, der... Ich gehe doch mit so einem da nicht hin, der klingt doch total pädophil, oder? Also abgemacht, es ist mir eine Freude. Ich heiße Jack. Das ist Herr Henpen, keine Angst, er beißt. Nicht? Ich heiße Cecilia. Sehr angenehm, ja. So, wir haben jetzt unsere ganze Crew. Wir sind zu dritt, wie man hier sehen kann. Wir brauchen noch kein neues Equipment. Und wie man gerade wieder ganz unterschwellig erfahren hat, ist die Höhle nördlich. Norden ist immer oben. Das ist auch in Filgaia so. Da kann kein physikalisches Wunder geschehen, dass irgendwie der Nordpol im Osten liegt. So, hier ist im Prinzip gar nichts Tolles, aber ich will nicht mit dem Mädchen hier rumlaufen. Auch, na doch, ich muss mit dem Bomben hier. So, jetzt klettern wir erstmal hoch. Hier kommen noch keine Monster. Gucken, ob man die Wand einreißen kann. Ich glaube nicht. Nein, diese kann man nicht einreißen. So. Hm. So, jo, da, Emma. Zusammen könnt ihr drei das Siegel wahrscheinlich aufbrechen. Jenseits des Zimmers mit der unheimlichen Dämonenstatue findet man. Wenn ihr drei zusammenarbeitet, sollte das schon klappen. Ihr schafft das bestimmt, wenn man daran glaubt, dass ihr drei seid. Hey! Reden wir mal mit dem. Ui. Mensch, du. Mich so runterzutauschen wäre gefährlich. Erst nächstes Mal auf. Okay. Noch einer von der Sorte. Also. Das Rätsel ist leicht.
Man kann von der Seite an die Tour greifen, nicht so wie bei Ocarina of Time, da wo man von hinten keine Truhe öffnen kann. Das ist viel zu logisch für ein Zelda-Spiel, aber wir öffnen jetzt... Boah, ich hasse diese Scheiße da, Mann. Your tea is prepared. So. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Also demnächst sind wir dann hier zu sehen in diesem Abenteuer. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Ich sage es jedes Mal. Und jetzt lenke ich gerade einfach vom Thema ab, weil ich nicht weiß, wie ich kommentieren soll. Denn ich laufe jetzt mal eben zur Schatztruhe hier genau rein. Hier ist eine Schatztruhe und das ist ein Schild. Wir sehen uns nächstes Mal bei Let's Play Wild Arms.